Hast du Angst? Mit Stromschocker. Nein! Ich kann jetzt schon nicht mehr mein Herz. Ne? Hast du einen Crush auf Tobi? Scheiße. Richtig. Nee, wir klären jetzt erstmal das mit Lucy. Ja, das machen wir. Jetzt direkt. Ich tue es nur für dich, okay? Damit du mich wieder magst, alles klar? Okay, Rick. Es gibt eine Menge Gerüchte rund ums Night 16 Haus und seine Bewohner und deswegen habe ich heute einen Lügendetektor-Test besorgt. Hier kann man unterscheiden zwischen Strommodus und Vibrationsmodus. Wir nehmen auf jeden Fall den Strommodus und in diesem Video wird auch aufgeklärt, was da zwischen mir und Lucy gelaufen ist. Ja, let's go. Aber bevor ich das mache, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Schreibt das in die Kommentare und ihr kriegt einen Shoutout im nächsten Video. Let's go. Hallo? Theresa, hast du eine Minute? Komm mal mit. Wir haben ein paar Fragen an dich. An mich? Ja. Warum? Unwichtig. Ich habe doch keine Zeit. Theresa, du musst mitkommen, es ist für YouTube. So, Theresa, wir machen jetzt einen Lügendetektor-Test und wir finden jetzt die Wahrheit heraus. Bist du bereit? Ja, aber da passiert ja nichts, oder? Ja, man kann auf Vibration machen oder auf Elektroschock. Und ich habe vorhin schon gesagt, wir machen Elektroschock. Also machen wir Elektroschock. Alles klar? Nein. Patchy, bist du dabei? Hast du schon mal einen Stromschlag gekriegt? Nein. Und du fängst an, oder? Meinetwegen fange ich an. Okay. Also du stellst mir eine Frage, du drückst dann währenddessen da drauf, yeah. Antworten quasi und dann bekomme ich ihn oder bekomme ich ihn nicht. I'm ready. Bist du momentan verliebt? Wo ist der Knopf? Hier. Nein. Theresa, bist du aktuell verliebt? Nein. Wenn sie jetzt einen Stromschlag bekommt, ich sterbe. Oh oh. Hast du Angst? Tobi, wir machen heute. Was kommt jetzt? Einen Lügendetektor-Test. Aber damit das Ganze auch spannend ist, habe ich Andrea eingeladen. Oder? Hast du Angst? Doch, hast du Angst? Genau, mit Stromschocker. Nein! Oh, weißt du, dass die Ringe leiten wahrscheinlich, gell? Egal, ganz, ganz, ganz egal. Nee. Du musst nur die Wahrheit sagen. Ja, du musst nur die Wahrheit sagen. Ich mach es dir lieber ab. Wir können auf Vibration stellen oder Strom, aber ja, wir haben uns für Strom entschieden. Das ist doch langweilig. Ich kann jetzt schon nicht mehr mein Herz. Würdest du. Hast du einen Crush auf Tobi? Ja. Antworte! Ja! Jetzt wirst du es ja raus. Oh, tatsächlich. Oh. Okay, Leute, wir werden jetzt Alex abholen. Der ist noch ein bisschen sauer auf mich. Aber davor gehen erstmal Kommentar-Shoutouts raus an Amelie, Leonie und Matteo. Danke für die ganzen Kommentare. Wenn ihr die Nächsten sein wollt, dann kommentiert jetzt einfach. Glocke ist aktiv. Let's go. Alex, kannst du vielleicht ganz kurz kommen? Digga, was willst du jetzt hier? Ich wollte die ganze Zeit mit dir reden und jetzt auf einmal kommst du. Ich will nur eine kleine Sache mit dir besprechen. Nee, wir klären jetzt erstmal das mit Lucy. Ja, das machen wir. Jetzt direkt. Ich habe extra die Kamera mitgenommen. Ja. Wir machen jetzt den Lügendetektor-Test. Ja, okay. Da bin ich dabei. Finde ich gute Idee. Bist du ready? Ich tue es nur für dich, okay? Damit du mich wieder magst. Alles klar? Okay, Rick. Stehst du auf Rick? Stehst du auf Lucy? Was war das? Stehst du auf Lucy? Nein! Nein, natürlich nicht. Alter, okay. Lass dich sagen. Okay, vertraust du mir? Ja, ich vertraue dir. Leute, das war wirklich nur für ein Video. Ich schwöre. Nächste Frage. Hattest du schon mal schmutzige Gedanken Lucy gegenüber? Nein. Safe nicht. Also wirklich nicht. Ich hab nichts mit Lucy am Hut. Nichts! Jetzt bin ich mal gespannt. Kannst du es dir vorstellen, mit Andrea zusammen zu sein? Ja. Glaubst du, dass er lügt? Ja. Echt? Oha. So, Alex, hast du dir in der Zeit, wo du mit Lucy zusammen warst, schon mal einen 18-Plus-Film angeschaut? Was?
Nein, ich nicht. Ich dachte, es wäre gelogen gewesen. Um das Ganze spannender zu machen, habe ich gerade Lucy geschrieben. Die kommt jetzt hier gleich vorbei. Nein. So, Theresa, wenn du in einer Situation wärst, wo du zwischen deinem und meinem Leben entscheiden würdest, für welches würdest du dich entscheiden? Deins. Wow. Die lügt da. Die lügt da. Du pokerst. Ich wusste es! Ich wusste es! Das hat sie mir nämlich schon mal gesagt! Und ich hab sie nicht geglaubt! Ich hab sie einfach nicht abgekauft! Patschi, die lügt mich an! Mein Grundvertrauen in dich ist jetzt gerade weggegangen, Theresa. Wegen einem 2-Euro-Lügendetektor. Perfekt. Hast du irgendwas zur Verteidigung zu sagen? Warte, er isst gerade seine Augensand. Wer? Reicht, oder? Nein. Wir brauchen noch Härte. Hast du, seitdem du Tobi kennst, schon mal an einen anderen Typen gedacht? Nein. Noch nie? Nein. Sicher? Ja. Das ist nicht. Ob das wahr ist? Andreas, ein Engel! Ich dachte, sie wäre ein Bett. Aber denk es doch, hä? Also? Hä? Weißt du, was wir machen? Wir setzen sie hier hin und ihr stellt euch gegenseitig die Fragen. Alter. Ist das unangenehm? Ja, das ist sehr cringe. Ich glaube auch. Also, bis sie da ist, kann ich dir ja noch eine Frage stellen. Findest du irgendein Mädchen aus diesem Haus attraktiv? Schneller! Nein! Ja! Ich hab Du willst uns aber nicht verraten, wen? Nee. Okay. Weißt du, was ich glaube? Dass der abwechselnd Stromschläge verteilt. Ich würde sagen, wir fragen dich jetzt 2 Fragen hintereinander. Meinetwegen, ich bin confident. Ja? Ich bin confident. Wen magst du lieber? Mich oder Alex? Bruh. Alex, mein bester Bro. Dich? Das ist schön. Oh. Okay. Dann. Die gleiche Frage an Tobi. Hast du an ein anderes Mädchen gedacht? Also, wir uns kennen? Ja. Nein. Okay, Andrea. Ich hoffe für dich. Hä, aber das war sowas an gelogen gerade. Ich sag immer die Wahrheit. Wieso? Hey, seit wir uns kennen. Ich meine, wir haben uns. Ich kenne ihn ganz am Anfang, der kennt dich ja doch. Er hatte keine Chance. Ja. Ja. Die sitzen hier auf der Insel, Leute. Was soll er machen? Lucy, vertraust du deinem Freund? Ja. Was cool. Du darfst dich jetzt gerne hier hinsetzen. Denn was ist das? Es ist ein Lügendetektor. Komme ich eigentlich immer in solche Situationen? Echt so? So, als guter Freund würde ich einfach nur wissen, ob ihr euch gegenseitig die Wahrheit sagt. Also, ich weiß ja nicht. Und deswegen stelle ich euch jetzt ganz easy basic Fragen. Was frage ich dich denn jetzt, Alex? Ja, was fängst du mich? Wie wär's mit, mir ist gerade spontan was eingefallen. Ja. Und hast du schon mal in der Nacht von jemand anderem geträumt? Außer mir. Von einem anderen, ja. Von einem Nein, anderen. Anderes Mädchen, schnell! Ja! Ja! Hä? Wieso lügst du ja? Wieso lügst du? Ich hab nicht gelügt. Sei kreativ, komm schon. Komm. Findest du mich hübscher als andere Frauen? Wie andere Frauen? Du musst genauer sein! Als Megan Fox. Bruh. Siehst du, es sagt kaputt, sag ich doch. Nein, ich hab nichts gesagt, Das kannst du nicht machen, Megan Fox, Alter! Ich will! So funktioniert das Spiel nicht. Mein Plan geht perfekt auf. Let's go! Magst du Rick? Ja. Ich hoffe, das ist ja nice, dass es jetzt nicht gelogen ist. Nee. Das wäre übel. Ja, mag mich leben nicht dich mehr. Ja, ja. Siehst du, das Ding, auf das Ding ist Verlass. Ja, ja. Langweilig. Megan Fox, Alter! Findest du mich hübscher als Megan Fox? Ja. Halt die Fresse. Das Ding ist sowas von kaputt. Niemals findet der mich hübscher als Megan Fox. Okay. Könntest du dir mit einem anderen Mädchen aus dem 916-Haus was zusammen vorstellen? Nein. Ich hab ja Lucy. Aber wenn du sie nicht hättest? Hallo, ihr müsst die Frage genau stellen. Nein,
Ich hab noch mehr. Lucy. Okay. Alter! Ich bin jetzt 100% honest. Wenn das jetzt reagiert, dann lügt es. Hast du mich schon mal nackt gesehen? Nein. Jetzt bin ich gespannt. Sag mir das kaputt. Was? Du darfst der Lucy noch eine Frage stellen. Mir? Nee, ich mach das nicht. Nicht? Nee. Du darfst auch mit Vibration machen. Okay. Nein, sie kriegt auch keinen Schlag. Nein! Wenn du ehrlich bist, kriegst du keinen Schlag. Also, siehst du, lief. Hört auf, da werde ich nervös. Hast du dir schon mal überlegt, was mit dem anderen zu haben aus dem 916-Haus? In der Zeit, wo du mit Alex zusammen warst? Nein. Das war so doch nicht, das ist doch klar. Oh Gott. Nee, oder ist es... Oh, es geht Lüge? Richtung Lüge. Es ist keine volle Lüge, aber sie hat vielleicht schon darüber nachgedacht. Jetzt einen richtig harten Stromschlag, sodass ich nicht mehr kann oder so. Ja, okay, also ich weiß nicht. Ich glaube, ich verdiene noch eine Frage. Okay. Nein! Ich will sie ganz spezifisch. Vielleicht ein Ex-Freund oder so? Nee, warte. Jetzt kommst. Andrea, letzte Frage. Letzte Frage an dich. Okay. Aber warum? Okay. Findest du, dein Ex-Freund war besser im Bett als ich? Nein! Digga! Das ist jetzt. Kann das mal aufhören, so das zu machen? Nicht schlecht. Bist du süchtig nach Schokolade? Ja. Ach, fangst du ein bisschen. Das war dumm. Ich hab gar nicht gesagt. Nein, ich hab einen Joker. Ich hab einen Kopf, das ist ein Kadü. Also eine Frage aus deiner Community vergessen habt. Was für eine Frage von der Community? Kannst du ja die Lucy fragen. Hä, was denn für eine Frage? Sag erst mal. Ja, aber stellen Sie Lucy. Nein! Lucy. Hat. Ich spüre schon so Schläge. Diesen Kommentar haben wir leider zu oft schon gelesen. Ja. Hat Alex eine Babykarotte? Das ist nicht ja, einen kleinen. Nein. Das ist nicht fair, Leute. Okay, vorbei, Leute, vorbei. Das macht gar keinen Sinn. Also ich sag, das funktioniert einfach nicht. Okay, jetzt frage ich die Frage an dich. Zweimal lügen kann ja nicht. Alex, hast du eine Babykarotte? Nein. Sie seht hier ein Balken. Vielleicht denkt er nur, er hätte sich. Wir werden das niemals herausfinden. Also checkt auf jeden Fall auf dem Balken.